Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, kurz E.T.A. Hoffmann, Biografie. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg als drittes Kind des Rechtsanwaltes Christoph Ludwig Hoffmann geboren. Als sich sein Vater zwei Jahre später von seiner Frau trennte, lebte Ernst unter der Vormundschaft seines Onkels Johann Ludwig Dörfer zusammen mit seiner Mutter bei seiner Großmutter. In der Schule schloss er eine dicke Freundschaft mit Theodor Gottlieb von Hippel. Von Hippel war der Freund, der ihn unterstützte, ermahnte und ihm wie ein großer Bruder war. Auch in späteren Jahren blieb diese Freundschaft durch einen regen Briefwechsel erhalten und von Hippel half Hoffmann bei den unterschiedlichsten Problemen. Aus Verehrung für Wolfgang Amadeus Mozart tauschte er später seinen Vornamen Wilhelm gegen den Namen Amadeus aus und nannte sich von da an E.T.A. Hoffmann. Während des Jurastudiums in Königsberg 1792 bis 1795 widmete er sich nebenbei dem Schreiben, dem Musizieren, dem Zeichnen und gab Musikunterricht. Außerdem verliebte er sich in Dora Hutt, die 9 Jahre älter und unglücklich verheiratet war. Während der Affäre mit E.T.A. Hoffmann gebar sie ihr 6. Kind. Nach dem 2. Staatsexamen am 20. Juni 1798 und seiner Aufnahme in den Staatsdienst verlobte er sich mit seiner Cousine Minna Dörfer. Aber 4 Jahre später löste er die Verlobung und heiratete im Juli 1802 Maria Thekla Michalina Rora-Trzyczynska, die Tochter eines polnischen Staatsschreibers, mit der er eine Tochter hatte, die 1808 im Alter von 3 Jahren verstarb. 1804 wurde er in Warschau zum Regierungsrat ernannt. Als die Franzosen im Jahr 1806 in Preußen einmarschierten, verlor E.T.A. Hoffmann seine Stellung, da er sich weigerte, den Ergebenheitseid zu leisten. Deshalb musste er sich 8 Jahre lang als Musiklehrer, Kapellmeister, Theaterkomponist und Bühnenbildner durchschlagen. E.T.A. wurde 1816, 2 Jahre nach seiner Rückkehr in den preußischen Staatsdienst in Berlin, zum Kammergerichtsrat ernannt und belegte auch danach noch weitere wichtige Posten. Doch seine liberale Gesinnung machte ihn verdächtig und als er sich in seiner Märchenerzählung Meister Floh über den Polizeidirektor lustig machte, wurde nicht nur das Manuskript 1822 beschlagnahmt und zensiert, sondern auch ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Am 25. Juni 1822 starb E.T.A. Hoffmann im Alter von 46 Jahren aufgrund einer Rückenmarkserkrankung. E.T.A. Hoffmann war Dichter und Komponist, Musikkritiker, Karikaturist, Maler und Zeichner. Seine literarischen Werke gehören zur Romantik, aber orientieren sich auch an Schauerromanen. Außerdem interessierte er sich für Geisteskrankheiten. Hoffmanns Neigung zum Unheimlichen und Fantastischen werden in seinen Werken deutlich. Der Unterschied zwischen Hoffmann und den unbekannt gebliebenen Autoren der Sturm- und Drangzeit war, dass in seinen Werken oft die Frage offen blieb, ob der geschilderte Spuk wirklich stattgefunden oder sich vielleicht nur im Kopf der betroffenen Figur abgespielt hat. Außerdem beinhalten seine Arbeiten viel Zeitgemäßes, wie zum Beispiel Ängste seiner Zeitgenossen vor der Technik, so zum Beispiel die Entwicklung von Automaten, die in seinem Werk Der Sandmann, die Automate, wiedergespiegelt wird. Nach E.T.A. Hoffmann wurde nicht nur der Bamberger Literaturpreis, der alle 2 Jahre verliehen wird, benannt, sondern ihm wurde auch ein Denkmal in der Oper Hoffmanns Erzählung gesetzt. Aber auch bekannte Persönlichkeiten wie Peter Tschaikowski, der Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mausekönig als literarische Vorlage für das Ballett der Nussknacker verwendete, achteten seine Werke. Eine Auswahl seiner Werke. Ritter Gluck, Erzählung von 1809. Fantasiestücke in Carlos Mania von 1815, darunter Der goldene Topf, Der Ganzer. Undine, Oper von 1816, Libretto Friedrich de la Motte Fouqué. Die Elixiere des Teufels, ein Roman von 1815-1816. Nachtstücke, 1816-1817, darunter Der Sandmann und Das steinerne Herz. Das Fräulein von Tuileries, 1818. Klein Zaches mit Anzinora, Märchen, 1819. Die Serapionsbrüder, 1819-1821, Ras Kressel. Lebensansichten des Vaters Mohr, Roman, 1819-1821. Meister Flo, ein Märchen, 1822. Bisher das Eckkästchen. Erzählung von 1922. E.T.A. Hoffmann.
N. D. Gut. A. Liz. Gut.